Moin Leute und herzlich willkommen zu What the fuck? Ich bin einfach alleine gegen vier. What the fuck? Ist nicht ein bisschen unfair, oder? Nee, ist nicht unfair. Hä? 1 gegen 4. Ja gut, dann sag ich einfach mal willkommen zurück zu Minecraft Bad Wars, Leute. Ja, 1 gegen 4. Ich weiß nicht, wie das jetzt zustande kommen konnte. Das ist jetzt ein bisschen sehr seltsam, aber gut, wir probieren es einfach mal. Im ersten Moment dachte ich, meine Mates wären unsichtbar. Ich dachte wirklich, dass meine Mates einfach unsichtbar wären. Das ist die normalste Erklärung. Allerdings spiele ich ja nicht auf der 1.8, deswegen war das eigentlich von Anfang an ausgeschlossen, aber... Naja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, gut, 1 gegen 4. Probieren wir es einfach mal. Mal schauen, was wird, Leute. Also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir da eine leichte Chance hätten zu gewinnen. Denn die campeln sich jetzt drüben um die ganzen Items, die sie da, um diese tollen Bronzestücken, die sie da bekommen. Und ich kann mich schon schön in die Mitte bauen. Ich habe zwar noch keinen Bogen, aber naja, egal. Also ich schätze jetzt mal, dass die noch nicht da sind. Genau, sie sind noch nicht da, perfekt. So, ich baue jetzt hier erstmal ein bisschen zu, damit die nicht einfach rüberspringen können, mein Bett abbauen können. Ja, komm, mach mal das einfach so. So, perfekt. Okay. So, okay, 3 Gold. Wir hätten auf jeden Fall schon mal einen Bogen. Der Typ. Ich weiß nicht, soll ich direkt mal drauf gehen? Ich weiß es nicht. Oh ja, da ein Schwert. Aber ich habe die Rüstung, also... Naja. Komm. Jetzt, mach hier mal was. Ja, komm hier drauf. So. Okay, er könnte mich jetzt treffen. Okay, hat mich aber nicht getroffen, gut. Ja, das... Ja, okay, dann komm halt noch 100 Mal. Also das ist mit Abstand die dümmste Strategie, die ich je gesehen habe. Stirb. So, er ist tot. Also wenn ich das jetzt schon schaffe, das wäre ein bisschen, naja. Das wäre ein bisschen übertrieben. Oh, ich habe auch nur einen Block. Scheiße. Ja, okay. Ja, gut. Oh nein, wir hatten noch 4 Gold dabei. Scheiße. Ja, egal. Jetzt müssen wir das Ganze ausgleichen. 3 Gold haben wir. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt wieder in die Mitte. Wir holen uns hier nur das Nötigste. Heißt ein bisschen Blöcke, ein bisschen, ja, gut, gehen wir einfach so. Ich hätte noch Rüstung kaufen sollen, aber die werden eh nicht kommen. Oder ist da jemand? Ja doch, da war jemand, glaube ich, oder? Da war jemand. Ja, nee, hier war keiner. Ich habe mich verguckt. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder nach Hause, holen uns den Bogen und eine Rüstung. Und dann gehen wir einfach wieder hier hin. So, okay. Vor allem, es antwortet doch einfach keiner. Es schreibt doch einfach niemand, ne? Ist euch jetzt schon mal aufgefallen? Jetzt habe ich 2 Bögen gekauft, scheiße. Ja, egal. Gut, dann kaufe ich schon mal eine Truhe, dann können wir den nämlich schön als Ersatz nehmen. So. 7, so, dann haben wir eine Brust. Ziehen wir an, bisschen Essen noch. Aber erstmal kaufen wir uns hier die Rüstung voll. So. Anziehen. Essen. Ja, eine Spitzhacke bräuchten wir auch noch. Ich gucke immer schön, ob sie kommen. Denn ich will nicht von hinten überrascht werden. So, Blöcke hier hin. Und da hätten wir es auch schon. So. Jetzt tue ich das... Ja, obwohl, wir kaufen einen Pfeil. Wir kaufen einen Pfeil. Falls es wirklich hart auf hart kommt, kann dieser Bogen wirklich unsere Rettung sein. Also es wird höchstwahrscheinlich auch so sein, denn ich glaube jetzt nicht, dass wir hier einfach einmal durchgehen und dann alle platt machen. Da rennt noch einer. Vielleicht kriegen wir den noch mit dem Bogen. Nee, ja doch, doch. Schade. Naja. Gut, dann hat er es halt geschafft. Oder? Was macht der denn da? Okay. Ja? Ja gut, nee. Das wird doch... Einmal haben wir noch getroffen. Okay. Also jetzt müssen wir die ein bisschen hier in Schach halten. Damit wir das hier schaffen können. Ja genau, schaffen können. Gut. Ich wollte mit euch auch nochmal ein klitzekleines Thema ansprechen. Und zwar... ist, ja, das 500 Abo-Special schon nahe. Und, wer noch mal Interesse hätte abzustimmen, zur Auswahl stehen übrigens GTA, Clash of Clans und Minecraft.
jedes Spiel wird einen Stunden-Livestream haben, beziehungsweise ich werde einen Stunden-Livestream von dem Gewinner-Spiel machen. Bis jetzt steht's 3-2 für Clash of Clans und GTA hat erst einen Aufruf oder einen halben, sagen wir mal, weil er hat gesagt, er würde gerne Minecraft und GTA nehmen. Beziehungsweise es war der Robin und ja. Auf jeden Fall COC steht's bis jetzt. Falls ihr der Meinung seid, dass Minecraft drankommen sollte, macht das gerne. Das Ganze wird noch bis nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich laufen. Heißt, ihr könnt noch bis nächste Woche Mittwoch abstimmen. Und das macht ihr einfach. Ich werde wahrscheinlich mal einen Link in die Beschreibung tun von dem Video, indem ihr auf den Link klickt und dann in die Beschreibung schreibt, von welchem Spiel ich das Special machen soll. Also ich persönlich wäre auch für Minecraft, aber ich zähle meine Stimme mal nur halb, deswegen steht es eigentlich 2-3 für Clash of Clans, 2,5-3 für Clash of Clans. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall noch was ändern, sagen wir es so. Aber ich hätte auch kein Problem mit da Clash of Clans zu Let's Playen. Aber GTA, es war mir eigentlich klar, GTA ist bei euch auch nicht so beliebt. Naja, es kann nur daran liegen, dass ich nur im Einzelspieler Let's Playe. Momentan noch ab dem 5. Part wird es ja Online-Parts geben. Aber also ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass ihr das deswegen nicht mögt. Gut, des Weiteren wollte ich euch noch erzählen, dass Gommi jetzt ein Weihnachtsdesign hat. Heißt, ihr steht jetzt in einer schönen, christlich wollte ich jetzt kurz sagen, in einer schönen weihnachtlichen dekorierten Lobby, die völlig neu eingerichtet ist für euch. Also nicht völlig neu, aber schon wesentlich anders als normal. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, da ein mega Lob an das Team. Das werde ich euch auch zum Schluss nochmal zeigen, wenn ich noch kurz Zeit habe. Wenn wir aus der Runde dann rausgehen, werde ich euch nochmal schön zeigen, was das Team hier geleistet hat. Also auf jeden Fall wirklich nice. Gut gemacht. So, wie sieht's denn aus? Ich würde sagen, wir holen uns eine Enderperle. Also es wäre auf jeden Fall, ja, wir müssen uns eine Enderperle holen. Ich hoffe mal, dass wir das dann relativ schnell für uns entscheiden können. Also ich hoffe es, wie gesagt. Jetzt schießen sie hier schon zu dritt. Also es tut mir jetzt leid, dass es ein bisschen langweilig wird, aber ja. Ich muss hier jetzt Bow spammen. Damit die nicht auf die Idee kommen, in die Mitte zu kommen, denn wir brauchen unbedingt das Gold. In meiner Base wird auch noch ein bisschen Gold liegen, das muss ich auch mal voraussehen, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir das Ding gewinnen. Das wäre auf jeden Fall wirklich nice. Oh, jetzt trifft ihr hier First Try. Gut. Ja, was könnte man noch labern, Leute? Es ist jetzt nicht so gut vorbereitet. Ich dachte, wir haben hier eine Locker-Easy-Runde und das würde nicht so lange dauern, aber gut, labern wir einfach mal ein bisschen was Improvisiertes. Ja, was könnte man denn mal labern, Leute? Manche werden... Oh, den haben wir runtergeschossen. Manche werden sich fragen, wann kommt mal wieder Mario Kart Wii? Das ist jetzt so eine kleine Info am Rande. Die meisten wird sowieso nicht interessieren, die hier Minecraft von mir nur gucken oder GTA. Alter! Der muss schon sterben. Alter, wir rasieren richtig. LOL! 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 Wie haben wir das denn hingekriegt? Alter, wir haben den jedes Mal getroffen, wirklich. Gut, auf jeden Fall, wann kommt Mario Kart, Mario Kart 8 und vielleicht mal ein neues Game auf der Wii U oder der Wii? Das Ganze hängt mit der Disc von meinem Grabber zusammen. Und zwar gibt es da das Problem, dass meine Disc etwas zerkratzt ist. Also meine Mutter hat die wahrscheinlich mal mit dem Staubsauger mitgenommen, ein bisschen dann... Naja, jedenfalls ist die Disc kaputt. So, ich kann das Programm jetzt leider nicht installieren, weswegen ich auch nicht aufnehmen kann. Ich würde ganz gerne mal wieder aufnehmen, allerdings, wenn ihr unbedingt aufnehmen wollt, dann würde ich es ehrlich gesagt auch wieder mit meinem Handy aufnehmen. Aber das ist dann halt wieder solche unterirdische Qualität wie früher. Deswegen, also Leute, versteht mich nicht falsch, ich will keinen Schritt zurück machen. Also ich will jetzt nicht wieder mit der Handykamera aufnehmen, denn das ist wirklich ein Schritt zurück. Es ist, als ob ich jetzt ein Mensch bin und mich dann in einen Schimpansen zurückverwandle. Also, diesen Schritt will ich ehrlich gesagt nicht eingehen. Ich möchte mich weiterentwickeln, wenn dann. Und zwar geht das eigentlich nur noch mit einer Capture Card. Allerdings geht die ja nicht an die Wii dran, deswegen funktioniert das Ganze nicht so, wie ich möchte. Aber wir können es auf jeden Fall so machen,
dass ich mit der Handykamera aufnehme, aber ich will das ehrlich gesagt nicht. Also auch gerne mal in die Kommentare schreiben, aber die meisten wird das eh nicht interessieren, denn ich habe jetzt schon so lange kein MKW mehr Let's Played oder MK8, dass die meisten das gar nicht mehr erwarten und naja. Ist ja egal. Wer sich dafür interessiert, gerne mal in die Kommentare schreiben. Des Weiteren wollte ich ganz gerne sagen, dass ich mir vielleicht CSGO hole. Also macht euch schon mal gefasst, drauf gefasst. Wer CSGO nicht kennt, das ist ein ja, Ego-Shooter. Und ihr kennt vielleicht das Spiel Case Clicker, was man auf dem Handy hat. Das spiele ich zurzeit ganz gern und wir haben 13 Gold. Nice. Gut, auf jeden Fall werde ich mir dieses Spiel vielleicht holen. Und ja, ich werde mir vielleicht auch einen Steam-Account machen. Muss ich ja, wenn ich mir das Spiel hole. Also falls ich mir dieses Spiel hole, gibt es auch einen Steam-Account. Okay, den treffen wir wieder schön. Den töten wir mal. Ich habe jetzt nämlich vor, zurück in die Base zu rushen. Also in unsere, damit wir uns schnell die Enderperle kaufen können. Hat hier nun lange genug gedauert. Tut mir auch leid, es war jetzt wirklich langweilig, deswegen musste ich euch ein bisschen mit diesen wunderbaren Themen hinhalten. Na komm, du fliegst auch noch. Oh nein! Oh, jetzt habe ich es verkackt. Jetzt habe ich es verkackt. Oh, kann der nicht ordentlich laufen, der Junge? Oh, Headshot, Alter. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz schnell nach Hause. Ich hoffe mal, das sieht man nicht von der Gegner. Ja, okay, das sieht man komplett. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Aber wir haben 15 Gold und unserer Base ist, denke ich mal, noch fast genauso viel. Also ich hoffe es zumindest. Okay, 29, fast genauso viel, wie ich es gesagt hatte. Gut, dann kaufen wir uns erst die Enderperle. So. Okay, kommt noch niemand. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell. Ja, okay. Das war's schon. Das ist jetzt natürlich geil. Jetzt haben wir hier das Problem, dass die jetzt in der Mitte sind. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Das ist jetzt nicht so schön. Das ist jetzt nicht schön. Aber wir haben das eindeutig bessere Equip, denn die stehen da alle am Drogendealer, beziehungsweise am Spawner und erkämpfen sich die Items fröhlich. Ach, wir haben sogar 11 Gold. 12 Gold, meine ich. Lol. Okay. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, wir holen uns noch schnell den Stärketrank. Die 5 Gold tun wir nochmal hier rein. Na, hallo, ich will die Tour aufmachen, nicht beschießen. So. Schicken wir den mal. Ich hoffe mal, das geht jetzt alles gut. Und, oh ne, die kommt gar nicht erst an, glaube ich. Oh, lo. Ja. Natürlich. Okay. Aber unser Spawnplatz ist gut mit der Truhe. So, jetzt können wir die nämlich schon runterschießen. Der Bogen hat uns jetzt wirklich den Arsch gerettet, Leute. Ihr seht's. Och, Mann, ey. Ich finde aber auch nichts hier. So, jetzt ganz schnell eine neue Rüstung kaufen. Aber erstmal ein Schwert, denn dafür reicht's gerade so. Okay. Genau, jetzt reicht's für. Oh, hier lagen sogar noch richtig viele Eisen. Hier lagen sogar noch richtig viel Eisen, genau. Boah, shit. Jetzt haben wir richtig wenig Leben. Oh shit! Schnell Blöcke kaufen, das ein bisschen erweitern hier. Meine Fresse, ey. Ja, komm! 1 gegen 4, Junge. 1 gegen 4, wenn wir das gewinnen. Also, nee, das. Ich muss. Oh, ey, ich bin doch so dumm. Ich muss echt sagen, das sind die größten Lappen. Ey, ganz ehrlich. Leute, 1 gegen 4 und die gewinnen das nicht. Obwohl, naja, gut. Falls sie es natürlich gewinnen, dann Glückwunsch. Ihr habt 1 gegen 4 gewonnen, aber so toll ist das jetzt auch nicht, ne? Hacker. Jo. Auf jeden Fall. Hacker, ja. Ich hacke sehr, wie ihr seht. Hä, was meint ihr denn jetzt mit Hacker? Ich habe doch gar nichts getan. Hä? Ich stand doch jetzt nur in der Base rum und hab was getrunken. Meint ihr, weil ich so viel aushalte oder was? Vielleicht, weil ich den Trank getrunken habe, höchstwahrscheinlich. Naja, ich weiß es nicht. Und wir machen uns hier wieder einen Schutzbogen. Und Rüstung braucht man noch. Ich hätte vielleicht gucken sollen, ob da jemand kommt, aber ich glaube, da kommt niemand. Die schießen mich ja noch mit dem Bogen. Das ist ganz sicher gut. Ja, hier kommt niemand. Die werden sich jetzt auch schön in die Mitte, in der Mitte weiter rumcampen. Die Spitzhacke braucht man noch. Eieiei. Ja, okay, den Hammer. Ja, locker. Oh! Doch nicht locker. Tschüss, geh weg. Alter Scheiße, aber das war auch der Erste, der mal was gemacht hat hier. Oh, nee. Gutes Eisen. Ja, das nehmen wir noch. Ah, den Pfeil braucht man nicht in der Leiste. So. Ach komm, das ein Gold können wir ausgeben. Da kaufe ich mir jetzt mal eine Spitzhacke, da bin ich jetzt nicht so geizig. So, ich würde sagen,
Wir versuchen mal in die Mitte. Oh, nee, 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 nee. Ah, scheiße, scheiße. Die haben einen Bogen. Oh, shit. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Jetzt müssen wir uns hier eine Schutzbase bauen, ey. Fuck. Oh, das war knapp. Das war ein gut geschossener, genau. Ein gut geschossener Schuss. So, machen wir das so hier. Jetzt schnell wieder hier vorne hin. So. Alter, was macht denn der? Guckt euch diese Schneise an. Dann machen wir das jetzt einfach hier. So. Tja, jetzt habe ich trotzdem meine Dreiermauer. Du kannst mich nicht mehr treffen. So. Jetzt bauen wir hier ein schönes Ding. Ah, nee, nee, das müssen wir noch sicherer machen, auf jeden Fall. Das geht nicht so. Ich würde. Ja, okay, das war schon mal falsch. So. Wo machen wir uns jetzt hier unseren. Jawohl, nee, wir lassen das normal. Die müssen uns erstmal treffen. Und das machen sie ganz gut. Treffen sie? Nee, oh, 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 jetzt gehe ich erstmal zurück. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Das wird nichts, sehe ich. So, was könnten wir uns denn kaufen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden das so machen, dass wir uns eine Enderperle, nicht eine Enderperle, sondern einfach einen Stärketrank erfarmen. Und, ja, dann, keine Ahnung, was machen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich machen soll. Ich glaube, ich baue erstmal das Bett ein bisschen ein, denn das haben wir noch gar nicht gemacht. So. Aber es ist auch, auch 4 gegen einen. 4 gegen einen, von Anfang an. Ich hatte nicht einmal Unterstützung von meinem Team. Also ich denke mal, dafür hatte ich das schon ganz gut gemacht. So, wir kaufen uns jetzt hier erstmal von unserem ganzen Scheiß ein bisschen Endstein. Und bauen hier das Bett zu. Das muss nämlich auch mal sein. Ich hab ehrlich gesagt fast noch nie in Bed Wars das Bett zugebaut. Also nicht besser zugebaut als mit Sandstein. Weil ich mach das einfach nicht. Also ich kenne zufällig Norm. Ja, okay, ich kenne nicht zufällig Norm seinen Bruder. Ich kenne Norm seinen Bruder und zwar der baut das Bett so lange ein, bis, naja. Also es ist dann praktisch so, er baut so viel drumherum und im Endeffekt muss man nur 2 Blöcke oder so abbauen und dann hat man es abgebaut. Es, ja, es ist einfach so. Also ich empfehle euch immer, das Bett nicht so zuzubauen, denn das bringt es im Endeffekt eh nicht. Wenn die durch wollen, dann kommen die auch durch. Also das Einzige, wo ich wirklich mich erweichen lasse, das Bett zuzubauen, ist zum Beispiel auf der Map Village. Da ist ja dieses eine, da ist das Bett ja in so ein Haus drinne, kann man sagen, in so ein Hütchen. Und da kann man das wirklich sehr gut mit Kisten zubauen. Da gehe ich noch mit, aber ansonsten, ne. So, was können wir hier noch machen? Ich würde sagen, wir bauen uns hier, falls die jetzt kommen, mal so ein kleines, so ein kleines Schutzhäuschen, damit wir uns im Notfall, falls wir gestorben sind, darunter retten können und die dann runterschlagen können. Das wäre auf jeden Fall sehr gut, das bräuchten wir auch. So, einen Stärketrank haben wir schon mal, falls die jetzt kommen, kriegen wir den ganz schnell und ermorden die dann. Das Gute ist, in der Mitte spawnt nicht so viel Gold. Also, das ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Denn da jetzt nicht so viel Gold spawnt, ist es so, dass, boah, hier, ich darf jetzt keinen Scheiß machen, wenn ich jetzt runterfalle, ist vorbei. Wir machen das jetzt so, was wollte ich jetzt sagen? In der Mitte spawnt nicht so viel Gold, das spawnt in etwa so viel Gold wie hier auf meiner Base. Das ist eigentlich sehr gut. So, ich würde jetzt sagen, wir versuchen jetzt hier durchzugehen. Ja, okay, nee, nee, nee. Ach komm, jetzt. So. Jetzt machen wir das hier mal. Ach du Scheiße. Ach ja, ist gut, Junge. Ja. Boah, ich muss jetzt was trinken. Ein paar Hits, dann bin ich ganz schnell am Arsch. So, wie machen wir das jetzt? Leute? Ich glaube, ich weiß ja auch nicht. Also, die schießen hier wirklich Dauerfeuer. Ja, okay, das hat. Oh Gott, das hat gar keinen Zweck. Oh Gott! Holy shit, komm, gleich den nächsten. Alter! Boah, wir müssen mal die leeren Flaschen wegnehmen, glaube ich. Okay, hat aufgehört, dankeschön. Oh, jawohl! Ist ja nicht so, als ob da ein paar Pfeile hängen. Pfeile. So, wie machen wir das jetzt? Wir essen was. Ja, wir wollen da. Oh, scheiße. Alter, wie viele hängen da denn drinne? So, ich würde sagen, den versuchen wir zu töten. Oh Mann, komm, stirb. Aber guck mal, es ist nur einer in der Mitte. Wir hätten jetzt eine relativ gute, hohe Chance. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ach, scheiße, jetzt sind schon wieder 2.
Ja gut, wie wollen wir das jetzt machen, Leute? Wie machen wir das am besten? Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht genau, wann ich den Stärketrank trinken soll. Okay, jetzt habe ich den einen, habe ich relativ gut getroffen. Wir trinken ihn einfach mal jetzt. Wir machen jetzt YOLO, Leute. Wir müssen die jetzt gut treffen. Okay. Okay. Nice. Ja, wir gehen einfach durch. Wir gehen jetzt einfach durch. So, er könnte mich jetzt hier schön runterschlagen. Oh Gott! Alter! Zum Glück ist er weggegangen. Er hätte mich jetzt so leicht runterhauen können, Alter. So. Ja, jetzt gehen wir durch. Jetzt gehen wir durch. Okay. Okay, er ist tot. Geil. Den haben wir auch schon mehrmals getroffen. So. Ja, jetzt müssen wir durchgehen, Leute. Jetzt gibt's nichts anderes. Aber guck doch mal, wir treffen hier jeden Schuss, aber wir schießen auch einfach nur geradeaus, Leute. Und einer von denen hat noch einen Bogen, höchstwahrscheinlich. Hä, wieso schützen sie sich denn auch nicht? Aber guck doch mal, ey, wir treffen hier doch durchgehend. So, jetzt müssen wir was trinken und schnell was essen am besten noch. Och, nee. Zum Glück haben die nur ein Schaf. Alle, ja, gut, die haben ein Schaf. So. Ach, das läuft gar nicht runter. Ja, gut, okay. So schlau ist es, aber ich bin schlauer. So, jetzt, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach hin. Wir sollten die eigentlich relativ schnell getötet haben mit dem Stärketrank. So, außer hier gibt mir eine Kombo des Todes. Und das ist nicht der Fall. Ja, okay. 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 Oh Gott. Ey, das wäre ärgerlich gewesen. Das wäre verdammt ärgerlich gewesen. Das wäre wirklich mega verdammt ärgerlich gewesen. So, den. Okay, erster Schuss. Oh. Okay, der muss richtig wenig AP haben. Obwohl, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich würde sagen, wir kaufen uns einen Base-Teleporter. 11 Eisen, das reicht sogar noch. So, schnell mal was kaufen. Ey, es sieht wirklich gut aus, Leute. Leute, wir haben fast eine 4x1, 4 gegen 1 Runde gewonnen. Okay, da ist er. Na, komm. Och, kommt, Leute. Ey, der verzögert das doch nur noch. Zum Glück habe ich hier die Base gebaut, sonst hätte er mein Bett abbauen können. Ja, obwohl er wäre nicht rechtzeitig da gewesen. Er hat halt gar nichts. Wo ist denn der Typ jetzt? Hallo? Ach, da drüben, da rennt er doch. Da rennt er. Ja, was will er jetzt noch machen? Hier, die haben den Weg so schlecht gebaut. Oh, das war auch knapp. Komm jetzt, ja, der hat nur noch einen One-Hit. Der ist ein One-Hit. Nice, ey. GG. Alter, 1 versus 4 gewonnen. Oh, nice. Ja gut, wir schreiben denen das jetzt einfach mal willkommen auf YouTube. Das ist keine Werbung, Leute. Die wissen ja, ich schreibe ja nicht extra meinen Namen in den Chat. Ja gut. Ich hoffe, dass der Let's Player euch gefallen. Jetzt kann ich euch tatsächlich noch die Map von Gomme im Weihnachtsstyle zeigen. Ihr seht's hier. Hier schön der Weihnachtsbaum. Hier ein bisschen grün. Und da ein paar Weihnachtskugeln und ja. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.